Der Österreicher Ferenc Krauss erhält den Physiknobelpreis. Im US-Kongress ist ein Machtkampf der Republikaner ausgebrochen. Verabschieden Sie sich vom Spätsommer, es wird kühler. Hallo und herzlich willkommen bei ORF 3 aktuell am Abend. Schön, dass Sie uns zuschauen. Wir sind Nobelpreis. Besser gesagt, Ferenc Krauss ist es. Ein Jahr nachdem Anton Zeilinger den Physiknobelpreis bekommen hat, erhält diese Auszeichnung jetzt der gebürtige Ungar Krauss. Er hat viele Jahre in Österreich gelebt und an der TU Wien geforscht. Er teilt sich diese Auszeichnung jetzt mit einer Kollegin und einem weiteren Forscher. Gleich spreche ich darüber mit der ORF-Wissenschaftsjournalistin Elke Ziegler. Vorher erklärt uns Jens Lang, wofür Krauss den Preis bekommen hat. Am Max-Planck-Institut für Quantenoptik bei München macht die Nachricht heute Mittag schnell die Runde. Hier arbeitet und forscht Ferenc Krauss seit einigen Jahren. Hier war für heute eigentlich ein Tag der offenen Tür geplant. Ein Plan, der schnell geändert werden muss. So was kommt grundsätzlich sehr überraschend. Liegt in der Natur der Sache. Ja, nein, ich habe nicht damit gerechnet. Und ich bin überwältigt. Spekulationen darüber, wer einen der extrem begehrten Nobelpreise wohl bekommt, gibt es jedes Jahr. Sie gehören dazu. Auch Ferenc Krauss wurde schon mehrfach als potenzieller Preisträger gehandelt. Die Forschung, die er, Pierre Agostini und Anne L'Huillier betrieben haben, ermöglicht einen ganz neuen Blick auf Atome, also die winzigen Bestandteile von Materie. Und vor allem auf die Bewegungen der dazugehörigen Elektronen. Dadurch können nun zum Beispiel chemische Reaktionen oder biologische Vorgänge verstanden werden. Eine bahnbrechende Entdeckung, die dem Nobelkomitee die Auszeichnung wert war. Elke Ziegler berichtet für den ORF über Wissenschaftsthemen. Mit ihr möchte ich jetzt über die Auszeichnung von Ferenc Krauss mit dem Nobelpreis sprechen. Schönen guten Abend. Guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Nur ein Jahr nach der Auszeichnung Anton Zeilingers, schon wieder ein österreichischer Nobelpreisträger. Wir haben einen ganz schönen Lauf, oder? Ja, das kann man schon so sagen, wobei man aber auch ein bisschen einschränken muss. Ferenc Krauss hat die österreichische Staatsbürgerschaft, aber auch die ungarische. Und vor allem, er wurde in Ungarn geboren und das Nobelpreiskomitee rechnet eigentlich nach den Geburtsorten. Das heißt, in dem Sinn gehört der Nobelpreis eigentlich Ungarn. Aber was man dazu sagen muss und was das Nobelpreiskomitee heute auch erwähnt hat, Ferenc Krauss hat seine grundlegenden Arbeiten in Wien gemacht, an der Technischen Universität Wien. Und das kann sich Österreich durchaus zugute halten, dass hier wirklich Bahnbrechendes gelungen ist, das eben heute auch mit dem Nobelpreis dann ausgezeichnet wurde. Es ist ja im Beitrag schon angeklungen, aber so ganz leicht verständlich ist das nicht. Wofür genau ist Krauss ausgezeichnet worden? Ferenc Krauss arbeitet, er blickt auf die kleinsten Dinge in unserer Welt. Also er arbeitet mit ultrakurzen Lichtblitzen und das macht er deswegen, weil er sich gerne anschauen möchte, wie verhalten sich Elektronen, wie verhalten sich diese winzig kleinen Teilchen und die bewegen sich so schnell, dass eine normale Kamera nicht mitkommen würde. Die könnte das nicht erfassen. Deshalb hat er eine Technologie entwickelt, mit der man eben diese ultraschnellen Bewegungen dokumentieren kann und aus denen eigentlich einen Film machen kann. Das heißt, er versucht zu verstehen, wie unsere Welt in ihren kleinsten Elementen funktioniert. Er hat heute auch selber gesagt, er arbeitet an einer Art von Hochgeschwindigkeitsfotografie. Und wenn wir verstehen, wie diese kleinsten Elemente funktionieren, wie sie sich bewegen, wie sie sich verändern, dann verstehen wir natürlich auch viel mehr von der Welt, weil die Welt und letztlich auch wir selbst setzen uns aus Atomen und Molekülen zusammen und insofern ist diese Forschungsarbeit auch ein Blick in uns selbst. Das heißt, wie könnte dieser Blick auf die kleinsten Dinge die Wissenschaft und die Welt verändern? In der Wissenschaft ist es ja meistens ein schrittweises Vorarbeiten. Also, dass wirklich etwas ganz revolutioniert wird, das ist ja kaum der Fall. Und auch in dem Fall ist es so, dass man sich hier vorgearbeitet hat mit einer neuen Technologie, man ganz neue Dinge beobachten kann, eben wie Elektronen, wie Teilchen von Atomen sich verhalten, wenn sie sich verändern. Es gibt aber schon Ideen auch zur Anwendung. Also der Nobelpreis zeichnet ja immer Grundlagenforschung aus. Das heißt wirklich die Grundlagen unseres Wissens. Die Anwendung ist dann der nächste Schritt. Daran arbeitet man auch am Institut von Ferenc Krauss. Zum Beispiel schaut man sich an, ob man in der Medizin hier Fortschritte machen kann, indem man zum Beispiel auf die kleinsten Elemente des Blutes schaut und schaut, ob Veränderungen bei diesen winzigen Elementen einen Rückschluss zulassen auf Krankheiten, sodass man
man vielleicht Krankheiten wie zum Beispiel Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes viel früher diagnostizieren kann. Aber das ist tatsächlich noch Work in Progress. Da muss man noch weiter investieren und weiter tun, weil, wie gesagt, der Nobelpreis heute ist vergeben worden oder bekannt gegeben worden für diese grundlegende Arbeit an dieser neuen Technologie. Wir gratulieren Ferenc Kraus ganz herzlich. Elke Ziegler, vielen Dank für das Gespräch und den Besuch hier bei mir im Studio. Sehr gerne. Und wir kommen jetzt ins Ausland. In den USA rumort es weiter im US-Kongress. Am Wochenende wäre es beinahe zu einer Haushaltsblockade gekommen, weil sich Demokraten und Republikaner nicht einig geworden sind. Es hat einen Kompromiss gegeben, mit dem sind allerdings nicht alle Republikaner zufrieden. Jetzt hat ein Trump-Unterstützer im Kongress seinen Absetzungsantrag gegen den Vorsitzenden der eigenen Partei im Repräsentantenhaus eingebracht. Der Plenarsaal des US-Repräsentantenhauses wird zum Schauplatz der jüngsten Eskalation im Streit innerhalb der Republikanischen Partei. Matt Gaetz, Kongressabgeordneter aus Florida und Unterstützer von Ex-Präsident Trump, reicht einen Antrag zur Abberufung von Kevin McCarthy als Vorsitzender der Republikaner in der Kongresskammer ein. Auslöser für dieses ungewöhnliche Vorgehen gegen den eigenen Parteikollegen ist die Einigung auf einen Übergangshaushalt, mit der am Wochenende ein Stillstand des Staatshaushaltes verhindert wurde. Der Republikaner McCarthy hatte sich mit den Demokraten geeinigt, gegen den Widerstand der rechten Hardliner in den eigenen Reihen. Dass Kevin McCarthy wegen des Absetzungsantrags tatsächlich seinen Posten verliert, ist alles andere als fix. Denn dafür braucht es eine Mehrheit im Repräsentantenhaus. Die Abstimmung soll noch heute stattfinden. Äußerst ungewöhnliche Vorgänge im US-Kongress. Was ist davon zu halten? Das bespreche ich jetzt mit dem USA-Experten Heinz Gärtner. Er war Direktor des Österreichischen Instituts für internationale Politik und unterrichtet an der Universität Wien. Schönen guten Abend, Herr Professor. Guten Abend. Ein Republikaner, der einen anderen Republikaner aus dem Amt jagen will, ist das ein Zeichen dafür, dass die Republikanische Partei derzeit zerrissen ist? Es geht darum, vor allem den liberalen Flügel der Republikanischen Partei zu schwächen und McCarthy, der Sprecher des Abgeordnetenhauses, ist eine solche schwache Figur. Und der Anlass ist natürlich der Budgetkompromiss, dass eine konservative Gruppe im Kongress diesen Antrag, McCarthy abzusetzen, gestellt hat. Aber es geht tatsächlich geht es um Präsident Trump und die Vorbereitung der konservativen Themen für Trump wieder, die da sind, also Abtreibung, gleichgeschlechtliche Ehe, die Ukraine-Hilfe, Migration. McCarthy ist da wirklich nur ein Vorwand und tatsächlich beginnt der Wahlkampf auch im Kongress. Jetzt ist aber doch Donald Trump ein Präsident, der nicht wiedergewählt worden ist und er hat mehrere Verfahren am Hals. Warum ist sein Einfluss bei den Republikanern immer noch so groß? Donald Trump führt einen Basiswahlkampf. Er will seine Basis mobilisieren. Die Wechselwähler sind ihm relativ gleichgültig. 40% der Republikaner haben überhaupt gesagt, naja, die Anklagen, die gegen ihn erhoben wurden, sind irrelevant. Und 20% sagen ja, gerade deswegen würden sie ihn wählen. Und so ist auch sein Auftritt jetzt in New York bei seinem Prozess zu sehen. Ihm geht es gar nicht um das gerichtliche Verfahren, sondern es geht um ein politisches Verfahren. Seine Statements waren politisch. Und es geht darum, also hier zu punkten bei den Wählern. Clinton hat damals auf die Wechselwähler gesetzt und verloren. Trump will seine Basis mobilisieren und das tut er auch im Kongress, eben indem er seine Anhänger wie Matt Gaetz dazu bringt, also den liberaleren Abgeordneten zu schwächen. Ein politischer Krimi vom Feinsten. Heinz Gärtner, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Danke Ihnen. Zurück nach Österreich. Seit längerem besetzt die Regierung einige wichtige Posten im Land nicht nach. Vom Verwaltungsgerichtshof bis zur Wettbewerbsbehörde. Jetzt kommt auch noch die Generalprokuratur dazu, eine wichtige staatsanwaltschaftliche Behörde. Deren Chef ist Ende August in Pension gegangen, seine Stelle nie nachbesetzt worden. Und damit ist auch der sogenannte Weisungsrat im Justizministerium derzeit ohne Leitung. Den muss die Justizministerin befassen, wenn sie selbst befangen ist.
Die Regierung ist bei vielen wichtigen Postenbesetzungen säumig, vor allem im Bereich der Justiz. Dort hat die Generalprokuratur eine wichtige Funktion. Sie vertritt in bestimmten Fällen die Interessen der Republik vor Gericht und achtet auf eine gesetzeskonforme Rechtsprechung. Der Chef der Generalprokuratur leitet zudem auch den Weißen Rat im Justizministerium und berät damit die Ministerin bei Fällen mit hohem öffentlichen Interesse, zuletzt etwa bei der Entscheidung, ob Ex-Kanzler Sebastian Kurz wegen möglicher Falschaussage im Untersuchungsausschuss angeklagt wird oder nicht. Die Standesvertretung drängt nun auf eine rasche Entscheidung. Es sei wichtig, dass offene Planstellen im Justizbereich im Idealfall nahtlos nachbesetzt werden. Das ist, soweit ich das wahrnehmen kann, überwiegend auch der Fall. Manchmal funktioniert es nicht nahtlos. Umso wichtiger wäre dann, dass diese Nachbesetzung doch sehr zeitnah erfolgt. Die korrekte Arbeit der Generalprokuratur sei durch die interimistische Leitung aber gewährleistet, wird betont. Ab heute Mitternacht führt Österreich wieder Grenzkontrollen zur Slowakei ein. Das hat Innenminister Gerhard Karner von der ÖVP heute bekannt gegeben. Auch Polen und Tschechien werden Kontrollen entlang ihrer Grenze zur Slowakei durchführen. Die Kontrollen seien notwendig, um gegen internationale Schlepperbanden vorzugehen, sagt Karner. Zuletzt sind mehr Migrantinnen und Migranten in der Slowakei angekommen, mit dem Ziel, in westeuropäische Länder zu gelangen. Die Schlepperrouten ändern sich derzeit nämlich. Viele Menschen kommen aus dem Osten. Russland ermöglicht ihnen nämlich die Einreise über ihre Flughäfen. An den 11 Grenzübergängen zwischen Österreich und der Slowakei soll zunächst in den kommenden 10 Tagen kontrolliert werden, mit Möglichkeit zur Verlängerung. Unglaublich eigentlich, dass schon Oktober ist, zumindest wenn man nach dem Wetter geht. Heute hat es 30,3 Grad gehabt. Das ist ein neuer Österreich-Rekord an einem Oktobertag. Ob das noch eine Zeit lang so weitergeht, das wollen wir uns jetzt anschauen. Hier ist der Wetterbericht. Eine Kaltfront überquert uns heute Nacht mit Regenschauern und kräftigem Westwind. Besonders im Norden und Osten sind Sturmböen bis knapp 100 km pro Stunde möglich. Morgen wird es wieder zunehmend sonnig. Regenschauer ziehen vor allem noch im Süden durch. Mit den hohen Temperaturen ist es vorbei. Die Höchstwerte liegen nur um 20 Grad. Falls Sie ein Faible für Kriminalgeschichten haben, dann verpassen Sie nicht Kultur heute. Anni Gülgin-Meyer meldet sich diesmal von einem ganz besonderen Ort. Ich melde mich heute mit einem Kultur heute Spezial aus dem Kriminalmuseum. Hier durchschreitet der Besucher, die Besucherin die Geschichte des Justiz- und Polizeiwesens sowie der Kriminalität vom späten Mittelalter bis heute. Spannende Kriminalfälle werden hier historisch aufbereitet. Ab 19.45 Uhr sind Sie mit dabei. Ich freue mich auf Sie. Spannend geht's auch hier gleich weiter mit den tollsten Geschichten aus den Bundesländern. In Österreich heute das Magazin. Und direkt im Anschluss sehen Sie wie immer die Nachrichten in einfacher Sprache. Ich darf mich an dieser Stelle aber von Ihnen verabschieden. Haben Sie noch einen angenehmen Abend mit dem Programm von ORF3. Bis bald und auf Wiedersehen.